Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde bei X-Train 24, Ihrer Einkaufswelt für Modellbahnen und Zubehör. Flixtrain gehört mittlerweile schon zum vertrauten Bild auf den Gleisen der Deutschen Bahn. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Modellbahnhersteller sich dieser markant lackierten E-Loks angenommen haben. LS Models hat unter der Artikelnummer 16074 eine Siemens Vectron der Railpool Flixtrain aufs H0-Gleis gesetzt, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Die Flixtrain GmbH ist ein deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen, welches zu 100% der Flix Mobility GmbH gehört. Es bietet seit 2017 deutschlandweiten Schienenpersonenfernverkehr an und tritt als Konkurrent der Deutschen Bahn auf. Flixtrain besitzt bekannterweise ja keine eigenen Reisezugwagen oder Lokomotiven. Auf den Linien von Flixtrain werden Lokomotiven der Baureihe 182 und 193 eingesetzt, die bei MRCE und Railpool von Bahntouristik Express, einem der Betreiber von Flixtrain, geleast sind. Kommen wir jetzt zum Epoche 6 Modell von LS Modells der Siemens Vectron, die wir unter der Artikelnummer 16074S als Soundvariante anbieten. Die markante E-Lok ist eine Neukonstruktion. Als Pate für das fein detaillierte Modell der Baureihe 193 im Design der Flixtrain GmbH stand die Lok mit der Loknummer 193-813-3 von Railpool. Die Dachausrüstung ist perfekt nachgebildet. Besonders bestechen die vorbildgerechte Nachbildung der Pantographen, der fein geätzten Lüftergitter sowie den filigranen Dachisolatoren und elektrischen Zuleitungen in vorbildlicher Materialstärke. Extra angesetzt sind Teile wie Scheibenwischer, Türhandläufe und Handgriffe an der Lokfront. Die Drehgestelle sind fein detailliert und originalgetreu wiedergegeben. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Das Modell selbst ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM 362 ausgerüstet. Beide Drehgestelle haben auf je einer Achse einen Haftreifen, der zur Erhöhung der Zugkraft beiträgt. 487 Gramm Lokgewicht sollten auch ausreichen, vorbildgerechte lange Züge auf ihrer Anlage zu fahren. Der Antrieb erfolgt durch einen fünfpoligen Motor mit Schwungmasse auf alle vier Achsen. Das verleiht dem Modell hervorragende Fahreigenschaften in allen Geschwindigkeitsbereichen. Das Modell hat eine elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge mit 21-poliger Steckvorrichtung. In der Soundvariante ist ein ESO-Digitaldecoder mit Sound verbaut. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar gängige Digitalfunktionen dieser Lok vorstellen. Mit F0 wird das Licht an- und ausgeschalten und der Lichtwechsel von Dreispitzsignal auf Schlusslicht erfolgt fahrtrichtungsabhängig. Eine sehr interessante Lichtfunktion ist auch das Fernlicht. Selbstverständlich gibt es auch eine Führerstandsbeleuchtung. Eine weitere Funktion ist auch der Sound.
Eine weitere Soundfunktion ist das Signalhorn tief. Das Betätigen der Lüfter. Die Bahnhofsansage. Und zum Schluss noch das Kupplungsgeräusch für An- und Abkuppeln. LS Models hat mit der Baureihe 193 Flixtrain ein hochdetailliertes und technisch ausgereiftes Modell aufs H0-Gleis gesetzt. In Verbindung mit den zahlreichen Digitalfunktionen der Soundlok macht es richtig Spaß, Züge mit dieser Lok bespannt fahren zu lassen. Und das haben wir natürlich auch schon mal für Sie gemacht. Da wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuschauen der folgenden Szenen. Vorher möchte ich mich jedoch von Ihnen verabschieden und verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Puttig.